Wir switchen jetzt zurück ins Deutsche und diggen deeper in Richtung KI-Sprachmodelle, Recommendation und Learning Analytics. Und was wir jetzt fragen wollen ist, wie steht es um Datensouveränität von Studierenden und Lehrenden, wenn alle digitalen Spuren analysiert werden? Wodurch kann sichergestellt werden, dass Algorithmen keinem Bias unterliegen, haben wir heute auch schon mehrfach gehabt, der zu Fehlentscheidungen führen kann? Und was muss getan werden, damit Sprachmodelle eben nicht Täuschung und Plagiarismus Vorschub leisten? Und wer trägt überhaupt die Verantwortung letztlich von KI-generierten Entscheidungen? Super spannende Fragen. Wir haben jetzt zwei absolute Experten hier im Raum. Auf der einen Seite Matthias Bantel, er ist Geschäftsführer des Hochschulnetzwerks Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg, und Alexander Klein als Medienpädagoge, Arabist, den Begriff habe ich noch nicht gehört, Philosoph und Referent für Instructional Design im Academic Staff Development der Universität Konstanz. Herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt beide digital, nee, sogar echt und live und in Farbe. Hier, ja. Könnte nicht hinter besser sein. Herzlicher Applaus. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die freundliche Vorstellung. Und wow, da haben Sie eine ganz schöne Rampe gebaut, über die wir jetzt drüber müssen. Also Expertinnen ist vielleicht ein bisschen zu hochgestochen. Also wir wollen eigentlich aus einer Praxisperspektive auf das Thema ChatGPT und andere AI-Anwendungen in der Lehre gucken und geben euch gerne ein paar Einblicke, die wir gerade in den laufenden Diskussionen im Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg haben. Aber natürlich sind diese Diskussionen auch an ganz vielen anderen Hochschulen und Universitäten gerade hochaktuell. Mein Kollege Alexander Klein von der Uni Konstanz und ich wollen uns jetzt entlang von ein paar Themenbereichen entlanghangeln, die wir aktuell als besonders relevant erachten. Das sind noch keine finalen Antworten, auch keine abgestimmten Ergebnisse, sondern so eine Art Thinking in Progress. Zur Illustration haben wir Bilder mit dem Bing Image Creator erstellen lassen. Also da sieht man dann auch so ein bisschen die Stärken und Schwächen dieser Technologie. Ja, ich würde anfangen mit einer kleinen mediengeschichtlichen Einordnung. Sie alle haben ja mitbekommen, dass der Deutsche Ethikrat vor einigen Wochen die Stellungnahme zu gesellschaftlichen Implikationen von KI-Anwendungen veröffentlicht hat. Und beginnt mit einer sehr wichtigen Feststellung, dass neue Technologien nicht nur ein grundsätzliches Technikverständnis erforderlich machen, sondern auch eine Reflexion der Wechselwirkungen mit Anwenderinnen und Anwendern. Und wenn man ein bisschen auf die Mediengeschichte schaut, dann haben neue Technologien immer grundsätzlich die Funktion inne, menschliche Fähigkeiten auszuweiten, häufig in Kernbereichen wie dem Erkennen, dem Lernen und dem Handeln. Also das sind ja wirklich elementare Bereiche, die auch das universitäre Arbeiten, das hochschulische Lernen, das hochschulische Forschen betreffen. Das ist auch einer der Gründe, warum Universitäten und Hochschulen auch immer Treiber solcher technologischen Entwicklungen war. Also neue Technologien wie Buchdruck, wie elektronische Medien und wie jetzt in jüngerer Vergangenheit die digitalen Tools haben immer dazu beigetragen, Wissensbestände auszuweiten, die Wissensproduktion zu beschleunigen und die Wissensdiffusion zu verbreitern. Das heißt aber nicht, dass es nicht ohne Veränderungen in den universitären Systemen vonstatten ging. Es erfordert immer, Manuel Dollerer hat es ja auch gerade sehr gut angesprochen, eine Anpassung von sozialen Rollen, eine Anpassung der Bildungsziele und eine Anpassung der Methoden in Lehre und Forschung. Lassen Sie mich einen Blick in die Vergangenheit werfen. Das Hauptproblem, auf das wir heute im Zuge von ChatGPT blicken, hat nämlich eine Vorgeschichte. Es handelt sich um die grundsätzliche Erkennbarkeit von sprachlicher Urheberschaft. Diese Frage lässt sich zurückverfolgen bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts mit dem nach Alan Turing auch benannten Turing-Test. Mit ELISA von Josef Weizenbaum erschien bereits 1966 das erste funktionierende Sprachmodell. Er veröffentlichte das Programm, indem er die Verarbeitung natürlicher Sprache durch einen Computer demonstrieren wollte. ELISA gilt bis heute als einer der ersten großen Meilensteine der künstlichen Intelligenz. Ein weiterer großer Schritt erfolgte in den 80er Jahren mit dem chinesischen Zimmer von John Searle, der theoretische Nachweis, dass es möglich ist, auf eine Fremdsprache antworten zu können, die man nicht beherrscht, wenn man bestimmte Regeln befolgt. Im Grunde beschreibt dieses Experiment von John Searle die heutigen Sprachmodelle als vektorisierende und stochastische Mathematikmodelle.
Lassen Sie mich einige Worte noch zu künstlicher Intelligenz verlieren. KI steht nicht für eine einzige Technologie, sondern ist ein Oberbegriff für eine ganze Bandbreite von Technologien und Methoden. Also da gehören Machine Learning, Deep Learning, NLP dazu. Die Definition selber ist immer noch strittig, kann aber grundsätzlich in starke künstliche Intelligenz und schwache unterschieden werden. Stark bezeichnet damit dabei die Fähigkeit, auf Augenhöhe des Menschen selbstständig schwere Aufgaben zu übernehmen oder zu übertreffen, wohingegen schwache KI meint, konkrete Anwendungsprobleme zu lösen. Also wir befinden uns in der gegenwärtigen Diskussion immer noch im Bereich der schwachen KI. Ein großer Teil der Aufregung, die wir Ende letzten Jahres hatten, um die Auswirkungen von Sprachmodellen auf die Lehre, beruht in unserer Wahrnehmung auf einer ja nicht intendierten Nutzung von solchen Systemen. Wir können auch sagen, eigentlich haben wir ganz häufig einen Off-Label-Use gesehen. Ganz viele Beispiele, wenn Sie mit Kollegen sprechen oder auch in Vorträgen reinhören, so illustrierende Beispiele fangen immer an ich habe ChatGPT gefragt, wer ist der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Aber solche Sprachmodelle sind ja gar nicht ausgelegt, Wissensfragen zu beantworten. Sie sind eben keine Dialogsysteme, wie wir sie kennen, die mit Wissensdatenbanken verknüpft sind, keine Suchmaschinen, keine Weiterentwicklung von Wikipedia, sondern es handelt sich um Sprachmodelle, die auf Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeiten, die nach Mustern erfolgen, die in großen Texten identifiziert werden, großen Textkorpora identifiziert werden, dann Sprache simuliert, wie das die gestern vorgestellte Studie des Berliner Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag formuliert. Zu sagen, dass die Ergebnisse von ChatGPT keinen Anspruch auf Faktizität erheben, keine außersprachliche Referenz haben. Es findet eben kein tieferes Textverständnis statt, keine Auseinandersetzung mit dem Sinngehalt der Sprache. Das heißt, was wir bekommen von solchen Systemen, sind sehr überzeugende sprachliche Formulierungen auf Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeiten, aber eben keine neuen Wissensbestände, keine Generierung von neuem Wissen, sondern es geht um Sprachtransformation. Und genau da liegen auch die Stärken von Systemen wie ChatGPT. Immer wenn es darum geht, Sprache in unterschiedliche Formen zu übersetzen, vorgegebene Texte beispielsweise in Fremdsprachen zu übersetzen, natürlichsprachige Anweisungen in Programmcode zu übersetzen, Texte stilistisch zu überarbeiten und. Da liegen die Stärken und das sind auch genau Anwendungen, die in der Lehre potenziell sehr interessant sein können. Ja, genau. Also wir haben es mit einem Sprachmodell und nicht mit einem Wissensmodell zu tun. Das führt zwangsläufig auch zu inhaltlichen Fehlern und macht das Einschätzen der Ergebnisse schwierig und auch langwierig. Um mit einer Off-Label-Verwendung gute Ergebnisse zu erzielen, benötigt es daher so etwas wie eine Prompt-Kompetenz, also die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu finden und eine effektive Aufgabenstellung zu generieren. Eine gute Möglichkeit dazu ist das sogenannte Chain of Thought Prompting. Bei diesem Verfahren wird das Modell aufgefordert, den Lösungsweg Schritt für Schritt zu erläutern. Zusätzlich können wir dem Modell genauer anhand von Beispielen erklären, wie wir uns das Ergebnis vorstellen. Das Ziel dieses Prompt Designs, Prompt Engineering, besteht eben darin, den optimalen Prompt oder die Abfolge von Prompts zu finden, sodass das Sprachmodell die vorgegebene Aufgabe bestmöglichst löst. Was kann das jetzt für eine didaktisch sinnvolle Verwendung von Systemen wie ChatGPT in der Lehre bedeuten? Wir hatten, als die Diskussion losging mit der Veröffentlichung von ChatGPT, vor allem einen sehr starken Fokus auf das Thema potenzielle Täuschung in Klausuren. Das Thema Plagiarismus in schriftlichen Ausarbeitungen war sehr groß. Ich bin Manuel Dollere sehr dankbar, dass er da schon diese Perspektive beiseite gewischt hat und gesagt, ja, wir können eigentlich jetzt auch konstruktiv mit diesen Systemen umgehen. Und wir beobachten ja in letzter Zeit nicht nur eine wahnsinnig schnelle Entwicklung dieser technischen Systeme. Ich stelle auch fest, dass die Produktion von Didaktikleitfäden, von Handreichungen, von neuen Ideen, diese Systeme sinnvoll in die Lehre zu integrieren, dass die auch unglaublich schnell erfolgt. Also die Universitäten, Hochschulen, die schlafen nicht, sondern da passiert ganz viel. Zuletzt hat die Universität Hohenheim einen sehr instruktiven Leitfaden veröffentlicht, wo ganz konkrete Beispiele auch für die Anwendung von ChatGPT in Lehre und auch Prüfungen aufgeführt sind. Ein gutes Beispiel ist die Rückkehr zum viel bemühten sokratischen Dialog.
ChatGPT kann als Dialogpartner dienen. Studierende geben eigene Vorschläge, eigene Thesen in ChatGPT ein und bitten ChatGPT, diese Thesen kritisch zu hinterfragen, unterschiedliche Theorierichtungen einzunehmen, Rückfragen zu stellen an den Text. Dasselbe funktioniert übrigens auch ganz gut bei Lerngruppen. Da kann ChatGPT als Collaboration Coach eingesetzt werden und die Gruppenarbeit strukturieren und den Lernprozess in der Gruppe unterstützen. Darüber hinaus kann ChatGPT auch Lehrende in verschiedenen Phasen unterstützen, beispielsweise bei der Erstellung von Syllabi, bei der Vorbereitung von Lehrveranstaltungen oder bei der Generierung von Lehrmaterialien. Und wenn wir schon auf das Thema Prüfung gucken, dann sollten wir auch ganzheitlich auf das Thema Prüfungsworkflows gucken. Also in allen Phasen des Prüfungsprozesses kann ChatGPT unterstützend eingesetzt werden. Von Lehrenden bei der Erstellung von Aufgaben oder Distraktoren bei Multiple-Choice-Klausuren beispielsweise, auch bei Vorschlägen für Bewertungskriterien und bei der Vorschläge von Korrekturen und Feedback zur Prüfung. Allerdings natürlich nur Vorschläge. Ne? Also die Bewertung selbst und das Feedback muss dann auch von der Lehrperson erfolgen. Studierende wiederum können ChatGPT in Prüfungen einsetzen. Einerseits in der Vorbereitung habe ich vorgestern ein ganz tolles Beispiel von einer Lehrenden gehört, die ihre Studierende dazu ermutigt, bei mündlichen Prüfungen zunächst den Vortrag mit ChatGPT sozusagen durchzudiskutieren. Zu meiner Studienzeit hieß es noch der berühmte Oma-Test, dass man eine fachfremde Person bittet, den Vortrag sich anzuhören, dann Rückfragen zu stellen. Das wirft nochmal ein völlig neues Licht auf das Themengebiet und zwingt einen auch mal zu einer ganz neuen Auseinandersetzung mit den eigenen Lerninhalten. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, bei schriftlichen Auswirkungen ChatGPT zu nutzen, um einen Einstieg erstmal in ein Thema zu finden, Textstrukturierungsvorschläge zu machen und Texte stilistisch zu verbessern. Es geht aber immer nur um die Transformation von Texten, die studentisch erarbeitet werden und die man im Dialog mit ChatGPT stärken, argumentativ verbessern kann. Ja, bereits mit den jetzigen Fähigkeiten von Sprachmodellen ist es möglich, adaptive Lernszenarien zu gestalten, also Systeme, die Feedback eben geben. Da wir aber mit einer Blackbox arbeiten, ist der Code nicht transparent und die Verwendung sozusagen eine didaktische Hochrisikozone. Besonders wenn Studierende nicht oder nur ungenügend über AI-Literacy verfügen. Eine Verwendung ist am ehesten noch unter Anleitung und im Idealfall in kollaborativen Szenarien sinnvoll, so dass Feedback und Empfehlungen menschlich und pädagogisch rückversichert gegeben werden können. Eine verlässlichere Methode stellt in dieser Hinsicht die Möglichkeiten von Learning Analytics und Recommender-Systemen dar. Learning Analytics sind bereits heute im angloamerikanischen Hochschulalltag eine feste Größe. Einsatzszenarien sind personalisierte und adaptive Lernumgebungen, die auf den Lernfortschritt reagieren können und Features zur Unterstützung sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden enthalten. Im Zuge dieser rasenden Digitalisierung der Lehre fallen große Datenmengen an, die potenziell auch für die Auswertung genutzt werden können, um Lehr- und Lernangebote zu verbessern oder eben individualisiertes Feedback zu geben, um den Lernerfolg zu verknüpfen. Hier besteht mit Hilfe von Verknüpfungen mit KI die Möglichkeit, diesen Lernprozess noch deutlich zu optimieren. Ja, wir waren jetzt natürlich sehr optimistisch und positiv, haben wir auf die Möglichkeiten des Einsatzes von Systemen wie ChatGPT und anderen KI-Anwendungen in der Lehre geguckt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir die Risiken aus den Augen verlieren. Es ist ja vielfach gestern und heute im Programm darauf hingewiesen werden, dass es eine Menge Unsicherheiten und auch ethische Fragestellungen gibt, die solche Systeme aufwerfen. Und natürlich müssen wir die auch in der Lehre ganz gezielt adressieren. Also das Thema AI-Literacy ist da natürlich ganz zentral. Für uns erscheint eine besonders dringliche Frage das Thema Zugangschancen zu solchen Systemen. Gerade wenn wir in die Richtung gehen, ChatGPT als festen Bestandteil in der Lehre und in Prüfungen zu integrieren, müssen wir sicherstellen, dass Studierende auch einen gleichberechtigten Zugang zu solchen Systemen haben. Da neue Technologien, insbesondere auch digitale Technologien, auch immer die Möglichkeit, also beide Seiten inhärent sind. Sie können einerseits Ungleichheiten nivellieren, sie können aber auch, bergen auch das Risiko, neue Ungerechtigkeiten, neue Ungleichheiten aufzubauen. Zugangschancen sind zum einen durch ökonomische Kapazitäten begrenzt, also sagen die Basisvariante von ChatGPT ist kostenfrei nutzbar.
aber Sie alle kennen eben Bezahlversionen, die dann erweiterte Funktionalitäten, schnellere Bearbeitungszeiten bieten. Wenn wir da hinkommen, die Systeme in den Unterricht, in die Lehre fest einzubauen, dann müssen wir eben, sind die Hochschulen in der Verantwortung, einen gleichberechtigten Zugang auch zu solchen Systemen herzustellen. Eine andere Gefahr der ungleichen Zugangschancen bezieht sich auf die schon vorhandenen AI-Kompetenzen und Data Literacy. Es ist bekannt, dass Studierende, die schon über Vorerfahrung im Umgang mit digitalen Technologien verfügen, sich leichter tun, auch neue Technologien zu adaptieren. Hier ist das große Risiko, dass Studierende, die eben nicht über schon Vorerfahrung und schon grundlegende Kompetenzen folgen, weiter abgehängt werden. Also auch nochmal hier das Stichwort AI-Literacy. Und eine weitere Gefahr für die ethische Gleichbehandlung im Zusammenhang mit ChatGPT in der Lehre liegt natürlich auch in der Frage, auf welche Art und Weise werden eigentlich Inhalte gefiltert. Also sowohl bei den Abfragen, die werden ja moderiert. Wir haben das heute auch schon gehört, dass es sowohl ökonomische, kommerzielle Interessen gibt, aber auch natürlich eine gewisse Wertehaltung, eine gewisse Kultur der Hersteller, die bestimmte Suchanfragen abblockt und damit auch eine gewisse Gatekeeper-Funktion zu den Wissensbeständen erfüllt. Da wissen wir noch zu wenig drüber und das müssen wir noch klarer ausleuchten. Kommen wir noch zu einem weiteren Problem und ethischen Aspekten beim Einsatz von Sprachmodellen. Neben diesen ökonomischen Aspekten ist meines Erachtens der Blackbox-Charakter ein großes Problem, wenn die Trainingsdaten als auch der Algorithmus sind selber intransparent. Bei den Trainingsdaten von ChatGPT haben wir in etwa so einen groben Überblick, was da ausgewertet wurde und können eigentlich feststellen, dass ein überwiegender Großteil des Datenbestandes auf Daten aus den westlichen Ländern beruht, beziehungsweise der Nordhalbkugel. Diese Trainingsdaten tragen naturgemäß auch ihre Kultur und ihre Wertvorstellungen inhärent in sich und reproduzieren sich bei der Textgenerierung wieder. Damit festigen sie im Grunde schleichend den Status quo. Damit geht auch einher, dass die Verfügbarkeit und die Rechenleistung und Datenübertragungsqualität offensichtlich eine sehr große Rolle auswirkt auf die Qualität der Ergebnisse. Das heißt, die Qualität der Ergebnisse, die Qualitäten, ich muss eigentlich im Plural sprechen, können deutlich voneinander abweichen, je nach Traffic und auch nach Load Balance. Es gibt also keine Ergebnissicherheit und es mangelt auch an einer Reproduzierbarkeit. Zudem arbeiten die heutigen großen Sprachmodelle offensichtlich reputationsabhängig. Das heißt, weder Microsoft noch Google und OpenAI möchten durch die Ergebnisse kompromittiert werden. Ja, nach dieser kurzen Skizze der Geschichte von KI in einem Überblick über Einsatzmöglichkeiten bleibt mir nur kurz festzustellen, dass die Entwicklung rasend schnell verläuft, als ob mit ChatGPT ein didaktischer und auch ein hochschulpolitischer Startschuss gefallen wäre. Man kann aber bereits jetzt, glaube ich, mit gutem Gewissen prognostizieren, dass diese Technologien weder dystopisch noch disruptiv sind, sondern am ehesten noch eher als katalytisch zu bezeichnen sind. Momentan ist auch durch die Vielzahl und verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von KI in der Lehre die Landscape noch sehr, sehr unübersichtlich und in rasender Bewegung. Deswegen haben wir zum Beispiel an der Universität in Konstanz eine Arbeitsgruppe gegründet, die universitätsübergreifend arbeitet und versucht, also mit Hilfe von allen Stakeholdern die Entwicklungen zu diskutieren, zu bewerten und Chancen und Risiken herauszuarbeiten. Und genau darum geht es auch im Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg. Wir haben schon seit längerer Zeit ein Think Tank zu dem Thema KI und Learning Analytics eingerichtet, wo wir in einem hochschulübergreifenden Austausch zu dem Thema stehen, auch unterschiedliche Stakeholder versammeln aus Lehre, Forschung, aus dem lehrunterstützenden Bereich. Es sind auch Studierende dabei. Es ist, glaube ich, wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen, um zu verhindern, dass wir Schnellschüsse machen, was jetzt voreilige Verbote anbetrifft, und sicherzustellen, dass wir Studierende zu einem informierten, konstruktiven, kritischen Umgang mit solchen Systemen befähigen.
aber gleichzeitig vor unnötigen Risiken schützen. Ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg auf einem sehr guten Weg sind, auch in Richtung Handreichung, Policies. Und wir freuen uns natürlich auch hier mit der Community in einen Austausch über diese wichtigen Fragen zu kommen. Ganz herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Weiterhin sind wir sehr offen für Fragen aus dem analogen und dem digitalen Raum. Ich möchte an der Stelle einmal wertschätzend zurückgeben, dass wir seit gestern die ganze Zeit immer hohe Userinnenzahlen da draußen haben. Das heißt, die Leute sind konstant und bleiben dabei, jetzt auch bei euch, häufig im dreistelligen Bereich. Hier verlässt keiner den Raum. Also das spricht sehr für dieses Festival. Also tausend Dank für eure Konsistenz an Aufmerksamkeit. Das erste ist eine Art, ein Hinweis für euch. Ich gebe den einfach mal so weiter. Ich weiß nicht, das ist aber schon 12 Minuten her. Da schreibt jemand, jemand sollte ihm die emergenten Fähigkeiten erklären, die GPT selbst erlernt hat, ohne Vorgabe oder Trainingsdaten, zum Beispiel Sentiment Analysis. Weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwie darauf reagieren wollt. Also vielen Dank für den Hinweis. Also Genau, wir sind ja auch noch in einem Lernprozess. Ich glaube, also das Wichtige ist tatsächlich halt das Zero-Shot-Learning, also dass wir eben sagen, die Trainingsdaten müssen inhaltlich überhaupt nichts mit den Abfragen zu tun haben und wir kriegen trotzdem überzeugende Sprache. Das ist, glaube ich, eine Sensibilisierung, wo wir gerade noch darauf hinwirken müssen. Ich lerne da gern auch dazu. Also geben Sie mir gern den Namen weiter, dann freue ich mich da auch noch mal in den Austausch. Also der Chat ist gesichert. Das ist jetzt blöd, weil die anderen Namen habe ich auch nicht gesagt, aber wir bringen euch nachher zusammen. Danke. Noch ein anderer Aspekt. Das ist interessant, weil das Thema Hybrid Intelligence, komischerweise ist der Begriff bisher noch gar nicht gefallen, obwohl wir immer von der Kollaboration zwischen Maschine und Mensch sprechen. Hier ist die Frage, AI versus Hybrid Intelligence. Welches Konzept ist in der Hochschullehre am besten, eventuell am effektivsten? Also ich versuche mal einen Aufschlag zu machen. Also was wir tatsächlich gerade für einen sehr vielversprechenden Weg halten, ist diese Fähigkeiten von Sprachmodellen als sokratischer Dialogpartner auszuweiten. Genau. Und ich denke, da müssen wir natürlich noch die didaktischen Ansätze weiter ausfeilen. Aber das geht ja tatsächlich in die Richtung eines Austauschs zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz mit dem Ziel, natürlich die menschliche Intelligenz weiter voranzubringen. Also ob man das jetzt mit Hybrid Intelligence bezeichnen will, das weiß ich nicht. Aber wir würden eher als didaktisches Szenario sagen, es muss dahin gehen, den sokratischen Dialog wieder zu beleben. Ich will jetzt das nicht an die falsche Person adressieren, aber ich glaube, ich habe mit Manuel vom ARIC, wenn ich das jetzt nicht falsch erinnere, gestern Abend darüber gesprochen, ich glaube, das war im Sprachlernkontext, dass er mir erzählt hat, dass es auch interessant ist, dass in neuen Apps oder Modulen oder was auch immer die KI auftritt als Fragende. Also nicht nur bewertet und irgendwas feedbackt und so weiter, sondern gemäß deines Lernfortschritts dir Fragen stellt, um dich dann personalisiert weiterzubringen, im Sinne des sokratischen Dialogs. Das sind eben diese adaptiven Möglichkeiten, die wir heute schon haben und aktiv einsetzen können. Also im Endeffekt, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, wir sehen hochschuldidaktisch sozusagen diese Sprachmodelle als Sparringspartner. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch mit Dekonstruktion zu arbeiten. Also zu sagen, ich habe hier einen Text, ich mache den kenntlich an die Studierende, der ist sozusagen automatisiert erstellt zu einem Thema. Bitte dekonstruieren, was stimmt nicht, wo könnte man verbessern. Klar. Also das ist wirklich ganz konkret eine Möglichkeit, heute schon diese Tools aktiv einzusetzen. Finde ich total interessant, weil das, was ihr ja letztlich sagt, ist, wir sind wieder zurückgeworfen auf unsere Kreativität und unsere pädagogischen Fähigkeiten, genau zu hinterfragen, was können wir dem Ding entlocken, damit es unsere Lehre besser macht. Ja, hallo. Ich hoffe, ich habe es hier nicht falsch in die Schuhe geschoben. Danke. Wir hätten Manuel gerne beim ARIC. Wir hatten gesprochen. Mein Name ist Werner Bugula vom ARIC aus Hamburg. Und erstmal danke. Ich bin Sprachwissenschaftler und dass das Sprachmodelle sind und keine Wissensmodelle, das ist das Erste, was ich immer den Leuten sage. Und worüber wir gesprochen haben, ist das Hinterlegen mit eigenen Informationen, also mit den zu Lehrenden oder zu lernenden Informationen, um diese Informationen in einer bestimmten Weise zu transformieren. Und da sind die Modelle ja wirklich großartig. Okay, nach diesem euphorischen Begrüßung dieser Technologie wollte ich noch auf eine Frage noch mal vertiefend reingehen, weil Learning Analytics habt ihr jetzt gar nicht angesprochen. Auch fernab von GPT würde ich gerne wissen, was seht ihr da für Möglichkeiten oder wie sieht die Landschaft da momentan aus? Es gab ja diese Learning Management Record Stores, wo man so ein bisschen statistisch auswertet. Könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen, wie KI bei den Learning Analytics und dann damit vielleicht dann ausgehend davon dann
personalisiertes Lernen oder Gruppenlernen verbessern kann. Das habe ich jetzt noch ein bisschen vermisst. Das wär sehr nett. Ja? Ja, wie ist der aktuelle Stand? Also wir tun uns natürlich ein bisschen schwerer als in Deutschland mit der DSGVO als in den angloamerikanischen Universitäten. Also es gibt gute Beispiele. Jetzt University of New South Wales, da werden die Daten der Studierenden ausgewertet und mit KI sozusagen verknüpft, Lehrmaterialien verknüpft. Also die University of New South Wales hat auf diese Weise, glaube ich, 1,5 Millionen Daten von Studierenden ausgewertet und produziert sozusagen vollautomatisch so etwas wie Lehrbriefe für die Studierenden. Die haben also signifikante die Quoten in die Abbrecherquoten zurückfahren um 15%. Also da sieht man also, dass das tatsächlich ein bisschen funktioniert. Bei uns ist das Ganze, wie eben erwähnt, natürlich auch in Planung und in Entwicklung, aber natürlich ein bisschen gehemmt wegen erwähnter DSGVO. Also wir können und dürfen das einfach nicht so umfänglich machen. Also wir sind ja immer noch dem Prinzip der Datensparsamkeit verpflichtet und dürfen im Prinzip nur die unmittelbar wichtigen Daten erheben. Das macht es natürlich den Datenbestand, den wir in LMSen erfassen können, wesentlich kleiner. Also man muss da wirklich gucken, dass man das Ganze eventuell implementiert im Zuge von einer gewissen Freiwilligkeit als Zusatzangebot. Also mit verpflichtend, wenn wir da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und man muss da tatsächlich wahrscheinlich, der stete Tropfen höhlt den Stein, ne, diese Technik sehr homöopathisch einführen und sensibilisieren, also auch über die Möglichkeiten. Aber darf ich noch eine Rückfrage stellen? Jetzt kurz zurückgeknüpft an den an den Vortrag von Sven. Er hat gesagt, in Ihrem Fall, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, dass ja die Studierenden oder die SchülerInnen als KJ27 oder sowas anonymisiert werden. Jetzt ist meine Frage an dich. Werden wir daran arbeiten, neue Anonymisierungsstrategien zu entwickeln, weil die DSGVO, die wir jetzt mühsam durchgedrückt haben, ob wir es wollen oder nicht, die werden wir ja nicht ändern. Also wo ist da der Weg zum Glück? Ja, das gibt natürlich schon Systeme, die mit doppelter Anonymisierung arbeiten und Daten dann sozusagen an einen Learning Record Store ausliefern. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir es einsetzen wollen. Da haben wir auch an der Universität Mannheim da schon funktionierende Systeme. Das ist universitätsweit auch ausgerollt. Das ist von Dirk Iffenthaler das LEAP-Projekt. Und wie gesagt, das arbeitet mit einer Freiwilligkeit. Also es entsteht auch kein Nachteil für Studierende, die sagen, okay, ich will es nicht nutzen. Okay. Das ist ja auch ein Punkt, der ja zu beachten ist. Okay. Also genau, darauf hätte ich jetzt auch verwiesen. LEAP ist an der Uni Mannheim ein glaube ich, hervorragendes Beispiel, wie man genau diese Kontroverse zwischen was ist datenschutzrechtlich zulässig und was ist didaktisch sinnvoll, wie man die gut ausgleichen kann. Also LEAP funktioniert Freiwilligkeit, es wird an der Universität selbst gehostet, es geht nichts nach draußen und es ist halt im Gegensatz zu diesen, ich sag mal, data-driven Ansätzen, wo tatsächlich alles, was an Daten so rumschwirrt, wo auch unklar ist, nach welchen Modellen dann Vorhersagen gemacht werden, ist dieses Modell Data Demanding. Also es fordert aktiv studentisches Feedback zu verschiedenen Lernmaterialien und zu Unterrichtseinheiten ein und ermöglicht dann den Lehrenden individuell zu reagieren. Und das ist ein System, das also sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt natürlich auch noch andere Ansätze, die auch in Deutschland umgesetzt wurden. Also so Versuche, sozusagen aus der Mimik und dem Verhalten von Studierenden sozusagen analytische Auswertungen zu betreiben. Das erinnert mich an China. Ja, das ist natürlich eine Methode, über die man wirklich sehr gut nachdenken muss. Ich breche hier mal ab und fühle diesen George Orwell nicht weiter aus. Aber danke für Semikolon. Nächste Frage noch. Wir haben noch 3 Minuten. Wenn die KI Learning Analytics macht und Ergebnisse, zum Beispiel Prognosen für einen Studienverlauf an die Studierenden gibt, erzeugen wir dann nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung? Wie können wir Studierende darauf vorbereiten, Ausgaben von KI nicht, in Klammern immer, für bare Münze zu nehmen? Also dieses Critical Thinking.
Das ist, darf ich ganz kurz? Unbedingt. Das ist genau der Punkt, dass das ist, diese Form von Prognose kann ja erfolgen, aber sie sollte nicht durch eine KI ausgesprochen werden. Die übernimmt damit eine Position, die sie nicht hat, sondern da ist es sozusagen die da geht es darum, diese Daten, die da analysiert wurden, sozusagen mit menschlichen Feedback zu geben. Da sollte jemand drüber schauen, ja, der wirklich einen Plan hat, der wirklich abschätzen kann, der auch andere Studienverläufe kennt und der gegebenenfalls auch eingreifen kann, sozusagen durch Empfehlungen. Also das ist ein Bereich, wo wir einfach sagen müssen, nö. Ja, verstehe. Ne? Ja, wir kommen aber aus der Verantwortung des Ja- und Nein-Sagens, wozu Ja und wozu Nein, auch in dieser Transformation überhaupt nicht raus, im Gegenteil. Ja, also wenn ich das noch verdeutliche, in der Medizin ist es ja so. Also ich meine, man kann aus Data Mining natürlich herausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt ist. Ne? Sagt es mir mein Smartphone morgens mit einer WhatsApp, du erkrankst an Krebs. Also das ist auch eine Geschichte, die in der Medizin diese Sensibilität schon praktiziert wird. Also das brauchen wir auch in der Hochschullehre, ja, meiner Meinung nach. Ja, ethische Fragen, ja, klar. Dem habe ich eigentlich nicht so hinzuzufügen. Okay. Ich habe versucht, das Gesicht zu lesen. Apropos Gesicht lesen, so kann man falsch liegen. Vielen herzlichen Dank. Habt ihr noch eine letzte Frage oder noch? Dann will ich noch eins ganz kurz fragen. Noch einmal ganz kurz die Perspektive in die Vogelperspektive lüften. Wir reden ja von wir haben den Namen schon mal mehrfach genannt: Microsoft, Finanzspritze, ChatGPT inzwischen als Closed Shop und so. Und auf der anderen Seite Entwicklungen, die sich auf der anderen Seite des Erdballs weiterentwickeln. Ich hatte gerade zum Beispiel eine Konferenz zum Thema Metaverse. Und da war die feste Überzeugung eines Futuristen zu sagen, wir werden zwei Metaverses bekommen. Eins von Westen und eins für China. Was ich jetzt interessant finde, ist die Frage, Gaia X ist ja nicht so richtig gut gelaufen. Ja, also eine europäische Lösung. So, wie guckt ihr jetzt auf die Frage der europäischen Antwort, auf das, was da in Amerika gerade mit Wahnsinnsgeschwindigkeit passiert? Wir hatten gestern ja Aleph Alpha. Da heißt es ja, Mensch, wir machen mehr. Wir schaffen mehr Transparenz, mehr Critical Thinking etc. Wie seht ihr da, was sind da eure Crystal Ball Annahmen? Also gut, in die Glaskugel kann ich jetzt nicht reingucken, aber es gibt so einen kleinen Lichtblick, der jetzt in letzter Zeit veröffentlicht wurde. Die Uni Hohenheim arbeitet gerade an einem Chatbot, der spezifisch auf didaktische Inhalte trainiert wird. Das heißt, da hätten wir dann eben auch Möglichkeiten, solche Systeme lokal zu hosten oder zu vermeiden, dass dann Daten, die Studierende eingeben oder Lehrende eingeben, dann auch noch in als Trainingsdaten missbraucht oder weiterverwertet werden. Also solche Systeme interessieren mich tatsächlich gerade besonders, die halt auf den spezifischen Einsatzzweck in der Lehre trainiert werden und da dann auch eine größere Nähe zu diesen didaktischen Einsatzszenarien haben. Mhm. Hast du noch einen Gedanken dazu? Nur Angst. Bitte was? Ja, vor diesem Metaverse. Ja, das ach so, ist, nee, das ist ja gar nicht. Ich wollte das Thema jetzt nicht aufmachen. Ich wollte es nur beispielhaft. Okay, also ich deswegen, vielleicht in die Pause informell, aber du hast wirklich Angst vor Metaverse? Vielleicht kurzer Exkurs. In gewisser Weise schon, ja. Ich weiß es nicht, also ich glaube, es hat noch nie eine Umsetzung gegeben von virtuellen Räumen, die sich irgendwie langfristig durchgesetzt hat. Ach so, aber warum verbindest du das dann mit Angst? Das ist, virtuelle Räume werden meist, und das nicht ganz zu Unrecht, zumindest in der Science-Fiction-Literatur, als dystopische Räume irgendwo und nicht als Paradies dargestellt. Also das ist so ein bisschen füttern durch Stochastik. Okay, aber vielleicht das noch als allerletzte Frage zurück zum Thema Bildung. Glaubt ihr, dass also virtuelles Lernen im Sinne von virtuell erfahrbar mit oder ohne Brille und wer weiß, was wir für Devices wir in der Zukunft haben werden, jetzt mal kurz von der KI selbst weg im Detail, einfach größer gefragt, glaubt ihr, dass das im Sinne des vermischten Lernens mit verschiedenen Tools, dass das eine größere Realität erfahren wird in Zukunft? Also absolut, ja. Also das ist also nicht nur unsere Hoffnung, sondern auch unsere feste Überzeugung, dass das der einzige Weg ist. Also Digitalisierung in der Lehre bedeutet nicht, die Lehre zu digitalisieren, sondern bedeutet Digitalisierung als elementaren Bestandteil, sowohl inhaltlich als auch methodisch in der Lehre zu verankern. Wir müssen Studierende inhaltlich mit den Kompetenzen versehen und wir müssen aber gleichzeitig auch die
Lerntools, neue Anwendungen, meinetwegen XR oder auch KI-Anwendungen integrieren. Also dieses Zusammenspiel beider Welten, das brauchen wir, weil sonst können wir natürlich Studierende nicht auf die zukünftigen Arbeitswelten und die Aufgaben in der Gesellschaft entlassen. Also vielen Dank, super spannend der Exkurs in die Tiefe mit euch. Danke euch sehr. Das war Food for Thought fürs Mittagessen, weil was wir jetzt haben, sind noch genau 58 Minuten bis zum nächsten Slot. Wir, danke euch ganz herzlich. Wir starten wieder hier auf dieser Bühne um 13.05 Uhr. Aber anders als ursprünglich gedacht, wir hatten eigentlich vor, AI for Society, wie aus Erstis InnovatorInnen werden, das mit euch zu teilen. Das geht aus Krankheitsgründen nicht. Leider ist unser Speaker krank geworden. Deswegen haben wir jetzt aber ganz schnell für Johannes Gebert wunderbaren Ersatz gefunden. Wir werden hier gleich ein kleines Podium machen. Tausend Dank, dass ihr einspringt. Dr. Benjamin Schiller und Anna Wacker vom IPAI. Das ist heute schon mehrfach auch vollmundig adressiert worden. Und wir gucken jetzt gleich tief in den Maschinenraum. Warum ist das IPAI wichtig? Was haben wir davon? Wenn ja, wie viele? Und das ab 13.05 Uhr. Viel Freude beim Lunch hier drin und da draußen. Hoffentlich gesund und nachhaltig. Und wir sehen uns um 12:05. Danke.